Hi Leute, mein Name ist Frank und hier vor mir seht ihr die brandneue Siemens EQ 900, sozusagen die S-Klasse unter den Kaffee-Vollautomaten und zugleich das aktuelle Spitzenmodell von Siemens. Und wie auch in den vergangenen Jahren werden wir uns auch diese Maschine ausführlich anschauen in den kommenden Wochen und zum Auftakt starten wir heute mit einem Video, das euch einen Überblick über die wichtigsten Features der neuen EQ 900 von Siemens verschafft. Fangen wir mit der Bedienung an. Wie auch bei der EQ 700 gibt es ein Touchdisplay, allerdings ist dieses mit 6,8 Zoll doch nochmal ein gutes Stück größer. Ansonsten haben wir hier wieder wie bei den meisten Spitzenmodellen von Siemens die einzelnen Profile, die man festlegen kann. Es gibt bestimmte Klassiker und es gibt eine Coffee World mit internationalen Kaffeespezialitäten. Und was natürlich bei der EQ 900 besonders cool ist, man kann wechseln zwischen Komfort-Mode und Barista-Mode. Darauf kommen wir dann noch im Detail zu sprechen, aber um das hier mal kurz zu zeigen, ihr habt bei dem Modell im Barista-Mode einfach unglaublich viele Parameter, die ihr verändern könnt. Ihr seht Stärke, Menge, Milchanteil, Mahlgrad, Kontaktzeit, Brühtemperatur. Und dann hat die Maschine ja auch noch das sogenannte Bean-Ident-System, das automatisch die Einstellungen an die Kaffeebohnen anpasst. Aber auch dazu wird es nochmal ein separates Video geben. Ansonsten gibt es hier unter Pflege und Wartung wieder die ganzen automatischen Reinigungsprogramme, die dafür sorgen, dass eure Maschine quasi immer in tadellosem Zustand ist und auch möglichst wenig Arbeit für euch entsteht. Und dann gibt es natürlich hier noch die Einstellungen. Ihr seht hier auch noch, es gibt eine Tassenheizung beispielsweise. Und ja, hier tauchen wir dann einfach später in anderen Videos noch ein bisschen tiefer ein. Und wir schauen uns jetzt erst einmal die anderen Features der neuen EQ 900 an. Definitiv erwähnenswert, weil es nur den Spitzenmodellen unter den Kaffee-Vollautomaten vorbehalten ist, ist das Dual Bean System der Siemens EQ 900. Bedeutet, es gibt zwei Bohnenbehälter mit zwei separaten elektronisch justierbaren Mahlwerken. Und das ist natürlich schon ziemlich cool, weil ihr hier beispielsweise ganz normale Kaffeebohnen reinmachen könnt und hier Espresso-Bohnen oder unterschiedliche Röstungen oder was auch immer ihr möchtet. Sprich, ihr habt somit eben die Möglichkeit, noch mehr Varianz in euren Kaffeealltag zu bringen. Allerdings, und das muss dazu gesagt werden, es gibt die EQ 900 auch mit einem Bohnentank. Und dadurch wird sie natürlich auch nochmal ein gutes Stück günstiger. Deshalb ganz logisch, dieses Modell mit zwei Bohnentanks würde man nur nehmen, wenn man das tatsächlich auch nutzt in der Praxis. Ebenfalls erwähnenswert, es steht hier auch drauf, Super Silent. Das ist nicht nur ein Spruch, sondern die EQ 900 ist tatsächlich flüsterleise und auch wirklich nochmal ein gutes Stück leiser als die meisten anderen Modelle von Siemens. Was das Thema Milch angeht, ihr könnt unschwer erkennen, hier gibt es an der Seite den Milchtank, wie auch bei der EQ 700. Ich bin großer Fan von dieser Lösung, ganz einfach, weil man den Milchtank nach Gebrauch einfach abnehmen und dann in den Kühlschrank stellen kann. Doch auch dazu wird es in einem separaten Video nochmal mehr Informationen geben. Und damit sind wir mit dem ersten Video zur EQ 900 auch schon durch. Fassen wir nochmal zusammen. Wir haben bei der EQ 900 ein 6,8 Zoll großes Full-Touch-Display. Wir haben optional zwei getrennte Bohnenbehälter mit zwei getrennten Mahlwerken. Ihr habt den Barista-Mode, mit dem ihr wirklich jedes Detail der Kaffeespezialität anpassen könnt. Ihr habt auch das Bean-Ident-System, das euch jeweils die perfekten Einstellungen zur jeweiligen Kaffeebohne liefert. Ihr habt einen Tassenwärmer, ihr habt die Home Connect App, mit der ihr unzählige Parameter definieren könnt. Ihr habt noch die Coffee World. Also es ist wirklich alles in dieser Maschine drin, was man sich wünschen kann. Deshalb habe ich ja eingangs nicht umsonst von der S-Klasse unter den Kaffee-Vollautomaten gesprochen. Und ja, ich würde sagen, damit lasse ich euch jetzt erstmal und im nächsten Video werden wir uns dann alles ganz genau anschauen. Und wie immer gilt, falls ihr irgendwelche Fragen habt, irgendein Feature besonders eingehend beleuchtet haben wollt, dann packt das einfach in die Kommentare.